So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir befinden uns gerade immer noch im Terra-Tempel und anscheinend, ja. War das... Upsa, das war blöd. War das tatsächlich ein Shortcut, den wir genommen haben? Mit dem wir im Moment da oben rausgekommen sind. Wunderbar. Das heißt zuerst... Nein, du sollst... Ach, egal. Wir müssen eh erstmal die Sonate des Puppenspielers spielen, richtig? So heißt das. Und vermutlich zuerst Medley positionieren. Ich kann kein Deutsch mehr, meine Güte. Ziel. Und jetzt können wir mit Link das andere Auge anschießen, anzielen. Und es geht in die Tiefe, Freunde. In die Tiefe. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Da. Moment, ich war auf beiden Seiten schon. Auf der Seite soll aber noch ein Schatz sein. Ich gehe mal da alleine lang. Also laut Kompass ist da noch eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte, sage ich schon. Hier, ihr wisst, was ich meine. Huch, falsch rum. Ah, Moment, hier mussten wir ja. Moment, wie war das? Ah, doch, hier muss ich Medley abstellen. Nein, geh weg, Floormaster. Wo habe ich Bird Waifu? Oh, müsste ich darüber fliegen können? Hätte es geklappt von der Distanz? Wo habe ich denn jetzt? Wie konnte ich die denn nochmal herrufen? Also außer mit der Sonate des Puppenspielers. Gott, ich krieg gerade auch wieder gar nichts auf die Reihe. So, die ist hier oben. Dann kann ich mit der ja aber da rüberfliegen. Was auch immer das ist. Einfach nur ein gigantischer Vogelkäfig. Das hat mir jetzt was gebracht. Ich bin verwirrt und wohl zu Recht. So, du kommst jetzt mit. Muss ganz kurz nochmal auf die Karte gucken. Der Eingang ist es. Nein, du sollst mitkommen, nicht deinen Kopf an die Wand anschlagen. Meine Güte. Nein, lass Bird Waifu in Ruhe. Hallo, kannst du nicht... Sea-Lock, also in dem Spiel ist es ja kein Sea-Lock, aber... Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. So, du bleibst da mal auf dem Knopf sitzen. Ich bin gleich wieder da. Lass dich nicht von diesen großen schwarzen Händen erschrecken. Ah ja, richtig. Hier waren wir ja drin, haben dann festgestellt, das bringt uns doch nichts. Da brauchen wir wohl erst ein Item für. Dass ich nicht am Anfang vom Dungeon gespoilert habe. Nein, nein. Überhaupt nicht. Und wir haben das alles für ein Glücksamulett gemacht. Yay. Hat sich ja richtig gelohnt. Nein, wir brauchen Glücksamulette. Und es ist auch gut, dass das Spiel uns sie gerade etwas entgegenwirft. Wie viele brauchten wir denn? Ich glaube 22 oder so. Und jetzt haben wir 17. Wir sind auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Moment, ist das? Das ist ein Redead. Das ist ein riesiger Redead mit Maske. Guckt mal, das ist auch der Körper von so einem Redead. Kaum gruselig oder so. Nein, du sollst da mit runterkommen. Das Problem ist, dass wir mit Medley keine Kanten runterspringen können. Das macht das Ganze etwas kniffliger, als es sein sollte. So.
Switch mal ganz kurz auf die Karte. Jetzt müsste man natürlich was treffen. Denn die sind ganz gefährlich. Die Problematik bei denen ist, wenn die uns mit ihrem komischen blauen Nebel berühren, können wir keine Waffen mehr benutzen. Nicht einfach hier ganz normale Pfeile. Okay, das scheint uns nicht vorwärts zu bringen. Dann heißt das wohl rennen. So, und einmal die das Terragottes mit dem Skelett direkt hinter uns. Fast. So, ist natürlich richtig. Hättest mich fast erwischt, Skelett. Ding. Ich werde nur gleich getroffen werden. Nein, werde ich nicht, weil da Licht durchkommt. Oder? Nein, es kommt doch kein Licht durch. Aber die Animation hat mich woanders hin bewegt. Auch das ist gut. Ich würde gerne nochmal ganz kurz zurück in den Raum, um zu schauen, was es hier denn noch so alles gibt. Wo habe ich denn jetzt... Medoli gelassen. Medoli? Hallo? Ah, hat es die hier an den Anfang von dem Raum versetzt? Dann kann ich die ja mit der Sonate des Puppenspielers herholen. Ja, hat's. Das war eigentlich nicht, was ich tun wollte. Ich... Naja, gut, wir können hier ja wieder rausfliegen. Okay, das bringt uns absolut... Hä, warum sollten wir hier hinwollen? Es macht für mich keinen ersichtlichen Sinn, weil da... Also vielleicht ist irgendwas Cooles in den Schatzkisten. Ich weiß es ja, in den... Das Geräusch, das es macht, wenn wir die in den Kopf treffen. Sehr gut. So, droppst du was? Oh, Energie. Sehr gut. Jetzt die Frage, brauchen wir Medoli hier? Ich hoffe nein, ich befürchte ja. Oh, und das funktioniert sogar. Wir müssen die Spiegel nicht mehr irgendwie drehen oder so. Sondern es reflektiert einfach so wunderbar. Wir wollen zuerst hier lang. Sagte zumindest die Karte. So, jetzt ist wohl... direkt hier ein Schatz versteckt. Es hat uns schon berührt. Wow. Ich glaube, das machen wir doch mit dem Dekublatt. Scheint irgendwie nicht so gut zu funktionieren. Totenköpfe da wegrollen. Hallo, du sollst... Ich puste dich weg. Das war definitiv der falsche Knopf. Und wir bekommen... einen kleinen Schlüssel. Sehr schön. Jetzt bin ich am gucken, weil auf der... Ach, jetzt ist auch gut. Danke, dass jetzt der Nebel weg ist. Laut Karte ist hier aber vielleicht, wenn ich
Obwohl, die Floormaster, die kommen ja immer wieder. Oder die respawnen ja. Es wird keinen Zweck haben, hier die einfach alle zu besiegen. Oder? Also ich nehme die jetzt mal alle mit, weil ich weiß, dass es hier irgendwo in diesem Raum eine Schatzkiste gibt. Hier ist noch einer. Komm, zack, zack. Zack, das müsste der letzte sein. Doch! Doch, es funktioniert. Sehr cool. Glücksamulett, maybe? Hallo? Linku. Linku. Positioning. Eine Schatzkarte. Auch nice. Auch sehr cool. Das ist natürlich eine Belohnung, die ich mitnehme. Gut, dann haben wir die Seite abgehakt. Wupsa. Und in die andere Richtung nehme ich auf jeden Fall Meadowlimit. So, jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir durch die Mitte? Oder über die Seite? Wir kommen im Endeffekt auf am selben Ort raus. Jetzt so eine Art des Puppenspielers ging so. Ihr müsst euch das wie so einen Rundgang vorstellen. Ich hoffe, dass die nicht angreifen. Doch tun sie, deswegen Link, schnapp dir Melody und ab hier. Ab dafür. Oh, das hätte sogar geklappt, da hätten wir nicht mal die Kiste hier verschieben müssen. Weil wir haben ja jetzt den Schlüssel, ne? Das heißt, wir können hier durch. Warum bist du jetzt da zur Seite? Ah, sie hat Angst, weil sie wieder hier hochgeworfen wird. Wird Angst, wieder an der Wand zu landen. So, komm mal mit. So. Ah! Guck mal, der Raum hier ist zweigeteilt. In der Mitte. Na, solche Wände sieht man natürlich nicht. Wo bekommen wir denn hier Licht her? Von da drüben. Gut, nee, dann, hauen wir nochmal... Medoli, komm mal mit. Hauen wir nochmal ab. Dann bringt uns das ja noch nicht so viel. Dann müssen wir zuerst außen rum. Komm. Worauf wartest du? Worauf wartest... Es ist wie Prinzessin Ruto, ne? Entweder du trägst mich oder ich komme nicht mit. Nein, nein. Ja, irgendwie können wir sie ja rufen. Ich weiß, aber... Nö. Nö, ich hab hier... Die werfen mit Totenschädeln! Nein, das hat mich erwischt. Wie fies! Darf ich bitte wieder was benutzen? So. Zack, Nummer 1 erledigt. Ach, ich kann doch auch einfach drüber fliegen. Nein, kann ich nicht. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Hat es die jetzt... Hat es Medoli gerade wirklich an den Eingang zurückgesetzt? Es hat Medoli wirklich komplett an den Eingang vom Dungeon zurückgesetzt. Wow, na dann schaue ich mal, wie viel ich jetzt ohne sie machen kann. Das hier sollten wir ja auch alleine hinbekommen. Okay, jetzt haben wir da drüben Licht. Das heißt, okay, dann macht es auch alles Sinn, warum das so ist, wie es ist.
Das heißt, im Endeffekt wäre das überhaupt kein Rundweg gewesen, wie es auf der Karte dargestellt war, sondern... Ja. Moment, wo sind denn die Gegner, die hier waren, hin? Hat's die schon vertrieben mit dem Licht? Ah, da. Komm mal her, ich hab hier was. Oh, ich hab nebenbei direkt die Statue. Zack, dich auch. Und dich auch. Dich kann ich ja... Wupsa, auch einfach aus der Luft holen. So. Geld, dann schnapp ich mir dich. Dann schnapp ich mir dich. Da dümpelt noch ein Gegner rum. Der trifft mich sogar. So, ja gut, Pfeile haben wir ja mehr als genug. Und wir sind sogar wieder bei 98. Wir brauchen Medulli. Wir brauchen dafür... Wirklich? Musste der Floormaster die wirklich komplett zurücksetzen? Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns am Anfang der nächsten Folge wieder hier mit Medulli. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao. Thank you.